Dieses Bild ist das eine Bild zu viel. Das, was nicht da sein sollte, das es eigentlich gar nicht gibt, das niemand bemerkt und doch auf einmal jeder kennt. Eine Studentin hatte dieses Bild in eine Ausstellung der Bonner Bundeskunsthalle geschmuggelt und dort heimlich an die Wand gehängt, was aber erst Wochen später auffiel, als nämlich die Ausstellung abgebaut wurde und die Frau mit nacktem Rücken übrig blieb. Seitdem ist die Aufmerksamkeit groß und die Idee der jungen Künstlerin voll aufgegangen. Jens Eberl. Davon hat Danae Emmanuelides nicht einmal zu träumen gewagt. Gleich wird hier in Köln ihr Bild versteigert. Bislang konnte sie noch nicht viele Kunstwerke verkaufen. Nun steht dieses Porträt im Katalog neben richtig teuren, berühmten Werken. Ihr Gemälde hatte sie selbst unter einem Pulli in die Bonner Kunsthalle geschmuggelt und dort heimlich aufgehängt, verbunden mit einer Botschaft. Das Bild ist ja auf illegalem Weg in die Ausstellung gelangt. Und genauso muss sich die Gesellschaft fragen, wie man mit Menschen umgeht, die formell illegal ins Land kommen. Und dann muss sich die Gesellschaft eben fragen, wie gehen wir damit um und wie behandeln wir diese Menschen und welche Rechte haben sie. Zunächst bemerkt wochenlang keiner das Bild. Erst beim Abbau erfährt die Kuratorin der Bundeskunsthalle etwas davon. Inzwischen gibt es ganz schön viel Rummel um das kleine Bild. Nachdem sich die Künstlerin gemeldet hatte, beschlossen die beiden, dieses Porträt für einen guten Zweck zu versteigern. Das Bild gefällt mir schon gut, das muss ich sagen. Mir gefällt aber vor allen Dingen die Aktion. Und für mich gehört das Bild untrennbar verknüpft mit dieser Aktion. Also, oder um es kurz zu fassen, für mich ist das Kunstwerk die gesamte Aktion. 900, 950, 1000 bei Johann. Der große Moment dauert nur wenige Minuten. Nicht nur im Saal, auch online und per Telefon bieten Interessenten mit. Am Ende versteigert Auktionator Markus Eisenbeiß das Kunstwerk für fast 4.000 Euro an eine Online-Bieterin aus Bergisch Gladbach. Er hält den Preis für gerechtfertigt. Sie hat damit etwas gewagt, was noch keiner vorher getan hat. Das ist immer, das hört sich im Nachhinein so nach einer einfachen, banalen Idee an. Nein, das ist ja immer die große Herausforderung, etwas Neues zu denken, was Neues zu schaffen. Und das ist die Konzeption dabei. Und die Konzeption ist immer ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil beim Kunstwerk. Das andere ist Handwerk. Die Künstlerin selbst ist glücklich, hat nicht mit so einem hohen Preis gerechnet. Das Geld bekommt nun der gemeinnützige Verein Art Asyl, der über Kunst Kulturen verbinden will. Und Danae Emmanuelides hat schon wieder neue Ideen. Also ich arbeite gerade an einem neuen Porträt, aber ich weiß noch nicht, was hängen wird. Die großen Vorbilder sind jedenfalls schon mal in Reichweite. Das Gemälde von Max Beckmann direkt nebenan erzielte gut 1 Million Euro.